Gut. Na also. Und ab. Na also. Mach das auch. Du, ihr müsst gerade stehen bleiben. Na also. Gut. Gut. Ja, gut, stopp. Gut. Gut. Ja, sag mal, hast du halt einen Arsch wie ein Brauereigaul. Den musst du halt jetzt mal hochbringen hier. Gut, ja. Probier's mal, schaffst du. Du musst jetzt erstmal, du musst nicht 10-mal hintereinander versuchen, mal einzumachen. Das ist schon ein Erlebnis. Über die Linie. Ja, gut so. Gut, stopp. Bei dir gehen wir jetzt in einen Wechsel rein. Du springst hier. Und wenn ich sage jetzt, gehst du ins kurze Laufen rein. Und beim nächsten jetzt gehst du wieder in diesen Sprungrhythmus rein. Ja, also wir machen jetzt immer Sprungrhythmuswechsel. Jetzt. Jetzt. Ja, stopp. Fang nochmal an. Jetzt. 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 Stopp. Jetzt. 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 Ja, versuch nochmal einen Rhythmus hinzukriegen im Wechsel. Jetzt. Jetzt. Ja, gut, stopp. Und das versuchen wir jetzt am Anfang mal. Dafür suchen wir uns hier diese Linie. Laufen ungefähr bis zur Mitte. Kommen dann auf der roten Linie wieder zurück. Ja, ganz einfache Schrittkombination am Anfang. Bei jedem Schritt wird die Linie überquert. Und ich fange am Anfang mit meinem rechten Bein an. Ihr dürft das auch mit sagen laut. Das heißt rechts, links, beide Beine. Rechts, links, beide Beine. Jetzt bin ich wieder in der Ausgangsstellung. Ja, also ich fange immer mit rechts an. Rechtes Bein, linkes Bein, beide Beine. Und dann sieht das Ganze nachher so aus. Rechts, links, beide. Rechts, links, beide. Rechts, links, beide. Links beide, rechts, links beide, rechts, links beide, rechts, links beide, rechts, links beide. Ja, wieder zurück. Alles, was wir hier gemacht haben, machen wir da nochmal. In den nächsten zwei Bahnen versuchen wir das Ganze mit mehr Rhythmus zu machen. Ja? Wir haben immer einen gleichen Rhythmus, so bum, 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 bum. Und den versuchen wir die ganze Zeit auch einzuhalten. Okay? Ja, da ist immer eine Pause, da darf keine Pause mehr kommen. Komm, in einem Rhythmus bleiben. Versucht es euch zu sagen, das hilft unheimlich. Immer anfangen. Links, rechts, beide. Links, rechts, beide. Links, rechts, beide. Macht euch ein Rhythmusgefühl und macht euch auch gleichzeitig hilft es. Ja, schwerer auf links. Rechts, links, beide. Rechts, links, beide. Rechts, links, beide. Macht ein bisschen Abstand, dass ihr da locker durchlaufen könnt. Wenn ihr merkt, ihr habt einen Fehler gemacht, ist nicht schlimm. Einfach wieder in den Rhythmus reinkommen. Was wir vorhin gesagt haben, versucht einen Rhythmus zu halten und euch dann immer wieder auch zu konzentrieren. Ja. Und versucht die Pausen wegzulassen, sondern in einem Rhythmus durch. Ja? Nicht, wenn ich mit beiden Beinen bin, aufhören, sondern mit beiden Beinen durchmachen. Komm. Jeder zwei, drei Bahnen, einmal mit links vorweg, einmal mit rechts vorweg. Und mit links anfangen.
Okay. Ja, ein bisschen mehr Abstand. Ja, macht nichts, komm. Fang da hinten neu an. Jeder eine, zwei Bahnen mit rechts und zwei Bahnen mit links anfangen. Dazu und dabei dazu haben und wenn wir jetzt gleich noch anfangen, Matheaufgaben zu machen. Und das auch mit der Linie. Was ist ein T-Shirt runter? Sehr gut. Mach nichts, komm. Okay, das Ganze fangen wir nochmal vorwärts an mit Addieren von Zahlen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20. Ja, komm, einer. Einmal durch sonst. Komm. 16, 18, 20, 22, 23, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. Lauter. 18, 21, 24, 33, 33. Lauter, Jungs!